Was geht, Leute? Der Lenny wieder mal hier. Freunde, es ist endlich soweit. Der dritte Teil der dummen Dinge, die ich damals so gedacht habe, ist endlich da. Das ist aber nicht die einzige positive Nachricht. Denn was ist schöner als ein Video, auf das man lange gewartet hat? Richtig, ein Video, auf das man lange gewartet hat und bei dem man etwas gewinnen kann. Und deswegen verlosen Pokémon Deutschland und ich dieses wunderschöne Pokémon-Kartenset. Wir machen das jetzt gleich mal gemeinsam auf und schauen mal, was da so drin ist. Zuallererst gibt es eine kleine Sammlerfigur von Pikachu und Evoli, wie Pikachu gerade einem Baumstumpf runterspringt und Evoli süß lächelnd nebenher läuft. Und außerdem diese beiden Holokarten von Pikachu und Evoli gibt es, soweit ich weiß, auch nur in diesem Set. Und außerdem diesen schicken Pokéball hier, den man aufklappen, auffalten, aufmachen kann. Ich sehe hier auf jeden Fall so eine Öffnung und dann kann man da, soweit ich weiß, Pokémon-Karten. Oh, da sind sogar Booster-Packs drin, Leute. Wie geil, wir können Booster-Packs aufmachen. 1, 2, 3, 4, 5 Booster-Packs. Okay, komm, Leute, wir haben die Zeit, wir machen die eben auf. Ganz vorsichtig. Wir wollen ja nichts zerstören. Wir haben Gastella, Makabaya, Flunschlig, Lavita, Lichtel, Merrill in Holo, Makaru GX. Oh mein Gott, wie geil diese Karte aussieht. Nice. Eine Stahlenergie, eine Ariados, eine Kumu-Milch. Einhornweisel und natürlich auch eine Codekarte. Außerdem ein Vollriegel, ein Tanzer, ein Evoli, ein Knierfisch, ein Femicula, ein Lorblatt in Holo, was echt ganz nice aussieht. Ein Hundemon, eine Feenenergie, ein Flexfinger, ein Capoeira und ein Magiana. Ich kann diesen Namen aber nicht aussprechen. Magiana. Im nächsten Pack ein Magma, ein Panflam, ein Sneebel, ein Schlurp, ein Mangunio, eine Cynthia. Oh, Cynthia ist echt, ne? Ein Sneebunna in Holo, eine Unlichtenergie, glaube ich, ist das. Ein Bestellpad. Was macht das Bestellpad? Driftzippeli, Mars. Das sieht nicht aus wie ein Planet. Und wieder eine Codekarte. Pokémon-Karten ASMR. Einmal Scoppel, einmal Chalalos, einmal Tragosso mit einem sehr schönen Artwork, einmal Barschwa, einmal Molunk, einmal Kamaup in Holo, einmal Alola-Raichu in Holo, einmal Unlichtenergie, einmal Duodino, einmal Gastrodon und einmal rote Speerkarte. Und zu guter Letzt Miniras, Reislaus, Macholo mit sehr coolem Artwork. Valmer, Velursi, Knofensa in Holo, Kramchef, Psychoenergie, Ultrigaria, Dartignis, Viscargot und eine Code-Karte. Nice. All die schönen Karten könnt ihr dann hier in diesen Pokéball dann hineintun, zumachen und ihr habt den wohl stylischsten Aufbewahrungsort für eure Pokémon-Karten, wie ich finde. Alles, was ihr dafür tun müsst, um dieses schöne Set hier zu gewinnen, ist einen Kommentar unter dieses Video zu schreiben, warum ihr dieses Kartenset gerne hättet. Und ich suche mir dann irgendwas Schickes aus. Dürft sein, was ihr wollt. Schreibt einfach irgendwas, was mir dann am besten gefällt. Das lose ich dann aus. Am Montag, dem 18.03., sobald ich das schaffe, werde ich dann einen Gewinner ziehen und dann im nächsten Video bekannt geben. Genug jetzt aber erstmal davon. Jetzt geht's erstmal los mit den dummen Dingen, die ich damals so als Kind getan habe. Und ganz ehrlich, Leute, normalerweise sind das ja alles so Sachen, die macht man halt einfach mal so. Und die haben auch nicht nur ich gemacht. Da schreibt ihr mir schon ganz fleißig immer in die Kommentare. Boah, krass, ich dachte immer, ich bin der Einzige gewesen, das habe ich auch gemacht. Das ist für mich immer so ein Augenblick, bei dem ich denke, cool. Also war zum Glück nicht ich nur so dumm, sondern auch andere. Nicht persönlich gemeint. Aber ich glaube, heute ist der Tag gekommen, an dem so der ein oder andere Brecher kommt. Das ist, das hat keiner von euch gemacht. Alleine meine erste Anekdote, was ich damals gedacht habe, das ist unverzeihbar. Pokémon Generation 2. Es war soweit, mein Feuerriegel wollte Rauchwolke erlernen. Ich hatte keine Ahnung, was Rauchwolke ist. Wirklich nicht. Nie gehört, nie gesehen, nie eingesetzt. Ich kannte Nachtnebel. Ich dachte, war ganz cool damals. Vielleicht, vielleicht. Ich in meinem Kampf mit Feurige setze diese Attacke ein. Der eine oder andere weiß eventuell noch, wie diese Attacke damit animiert wurde in der zweiten Generation. Ein kleiner Ball wurde von dem angreifenden Pokémon zum gegnerischen Pokémon hingeschleudert. Der Ball platzte auf und ein bisschen Nebel zierte sich um das Pokémon herum. Rauchwolke. Rauchwolke. Zwei Wörter.
die original nichts damit zu tun haben, für was ich diese Attacke gehalten habe. Alleine diese Animation hat dafür gereicht, dass ich damals gedacht habe, Rauchwolke wäre ein Ball. Alleine diese Animation, weil da ein Ball war. Warum ist da überhaupt ein Ball? Was hat er da zu suchen? Kann da nicht einfach irgendwie eine Wolke aus dem Mund von dem Angreifer entstehen und puff? Wieso musste da dieser Ball sein? Das hat mich verwirrt. Und ich habe mich immer gewundert, wieso bleibt das Pokémon denn da nicht drinne? Wieso wackelt denn das gar nicht? Wie heftig muss denn dieses Pokémon sein, wenn sich das gar nicht einfangen lässt? Und wieso bleibt auf einmal ein Pokéball drin? Kein Scheiß, Leute. Rauchwolke habe ich damals als Fangball deklariert. Weil ich dumm war. Tja, fail würde ich mal sagen. Attacken können ja auch ab und zu mal failen. This attack just failed oder it failed oder so steht dann auf Englisch. Oder auf Deutsch, es schlug fehl. Es schlug fehl. Was ist das für ein Begriff? Habe ich mich damals gefragt. Mal abgesehen davon, dass heute keiner mehr so redet. Keiner redet diese Sprache mehr. Ich meine, ja, es ist Deutsch, aber keiner redet mehr in dieser grammatikalischen Form, weil ihr wisst ja, der Genitiv ist dem Dativ der tot. Es schlug fehl. Mein kleines Hirn, keine Ahnung gehabt, was das zu bedeuten hatte. Ich habe mich einfach nur gewundert, wieso greift mein Pokémon nicht an? Was passiert da? Was steht da? Wie spricht man das aus? Ich habe wirklich keine Ahnung gehabt, wie man das ausspricht. Alle Variationen, wie man diesen kurzen Satz aussprechen kann, habe ich durch. Es schluckfell, es schluckfehl, es was? Ich war immer gut in Deutsch. Ich war immer einer der besten Schüler in Deutsch. Aber dieser kurze Satz, diese drei Wörter, die haben mich... Aber gut, Rauchwolke ist ja für üblich jetzt nicht so die Attacke, die jetzt so oft fehlschlägt oder die jetzt so oft nicht eingesetzbar ist. Also je öfter ich versucht habe, das Pokémon zu fangen, wurde es immer dunkler und nebeliger. Man hätte meinen können, der Felstunnel hätte sich ausgebreitet. Oh Leute, und der Felstunnel. Puh. Ich weiß gar nicht, ob ich darauf heute stolz sein kann oder ob das einfach eine ultimative Dummheit ist. Ich habe dem Felstunnel blind geschafft, weil ich einfach blind durchgerannt bin. Weil ich die VM für Blitz nie gefunden habe. Ich hatte keine Ahnung, dass Blitz existiert. Ich wusste nicht mal, dass Blitz dafür da ist. Ganz ehrlich, ich habe damals als Kind schon viel zu logisch gedacht. Ich habe mich damals schon gehört so, Blitz? Kenne ich eigentlich anders. Wieso soll das auf einmal jetzt dauernd hell werden? In der ersten Generation war das auch noch okay. Da hat man ja zumindest die Wände noch gesehen. In der zweiten Generation war das schwieriger. Da hast du nämlich gar nichts gesehen. Da war alles komplett zappenduster. Aber ja, Klein Lenny dachte sich so, hey, Goldene Edition oder Kristalledition, ich weiß es gar nicht mehr genau. Lauf doch einfach mal in diese dunkle Höhle hinein. Einfach so, ohne Plan. Ende vom Lied, ich habe mich verlaufen, ich habe geweint und ich musste mein Spiel nochmal von vorne anfangen. Ich habe eiskalt mich in einer dunklen Höhle verlaufen, gleich am Anfang. Ich bin heute noch der Überzeugung, ich bin in irgendeinem Grafik-Glitch-Bug hängen geblieben. Ich habe wirklich alles ausprobiert. Ich bin in alle Gegenden gelaufen. Ich habe keine Ahnung mehr gehabt, wie ich da rauskomme. Ich habe stundenlang ausprobiert. Ich kam da nicht mehr raus. Aber ja, das habe ich getan. Ich habe mich in dunklen Höhlen verlaufen und musste danach das Spiel neu anfangen. Geil, oder? Nicht komplett dunkel, aber so ein bisschen düster war es ja dann auch später in den Alfruinen, wo man dann auch dieses Puzzle machen konnte und wo man dann in diesen Geheimgang kam und wo man dann diese ganzen Inkognitos fangen konnte. Inkognitos. Ihr müsst wissen, damals, als ich die goldene oder die Kristall-Edition gespielt habe, eine von den beiden, ich habe beide gehabt. Ungefähr dann so zu der Zeit kam dann auch mal der dritte Pokémon-Film raus. Der dritte Pokémon-Film mit Inkognito und Entei und so weiter. Und ich habe gedacht, boah, die Inkognito in dem Film sind ja richtig stark, Alter. Was die da für Mächte freisetzen können und boah, und wie krass die sind und wie viele, oh mein Gott, und die sehen alle anders aus. Ich muss jetzt alle unbedingt fangen und dann trainiere ich die und dann mache ich ein unfassbar krasses Inkognito-Team auf und ich werde der heftigste Inkognito-Trainer auf diesem ganzen Planeten. Ja,
Das hat sich der Lenny halt damals gedacht, bevor er erfahren hat, dass Incognito eines der nutzlosesten und langweiligsten Pokémon auf diesem Planeten ist, das nur eine einzige Attacke lernen kann und welches halt nichts aus diesem Film von der hatte, den ich eigentlich so mochte. Aber Leute, ich hab's versucht. Stundenlang Incognito gefangen, stundenlang Incognito versucht zu trainieren und zu leveln und irgendwann mal gedacht, er muss doch mal irgendwas anderes lernen als Kraftreserve. Die Attacke bringt ja wohl gar nichts. Aber ich muss euch enttäuschen. Nein. Nein. Incognito ist und bleibt einfach. Und bei diesen ganzen Incognitos, weil man ja nur 6 mitnehmen kann und weil das Alphabet ein paar mehr Buchstaben als 6 hat, mussten dann natürlich auch etliche ständig auf der Box rumchillen. Und ich bin ganz ehrlich, ich war viel zu empathisch für dieses Spiel, weil ich einfach jedes Mal ein schlechtes Gewissen gegenüber dem Pokémon hatte, welches da auf der Box gerade verschimmelt. Ich habe gedacht, ich raube ihm schon die Freiheit, indem ich es in einen kleinen Ball einquetsche und dann lasse ich es einfach auf dieser Box da liegen und es wird nie wieder das Tageslicht erblicken. Deswegen hatte ich eine Zeit lang immer wieder mal irgendwie so einen rotierenden Kreis. Immer wieder ein anderes Team. Hauptsache, die Pokémon kommen mal raus. Ich habe wirklich gedacht, denen geht's schlecht in der Box. Aber auf die Idee, ein Pokémon freizulassen, darauf bin ich nie gekommen. Dafür war ich dann doch irgendwie zu geizig. Aber ich hatte wirklich allen Ernstes ein schlechtes Gewissen diesen Pokémon gegenüber. Ich habe wirklich gedacht, Alter, die hassen mich bestimmt. Die können doch nicht einfach... Was bin ich denn für ein grausamer, grausamer Mensch? Aber es gibt auch ein Pokémon, das sollte man besser nicht auf seine Box packen. Das große Mysterium. Missingno. Ich weiß noch ganz genau, wie das bei mir alles anfing. Ich war im Urlaub, habe mich mit meinen Kumpels getroffen, die ich halt da so von dieser Urlaubsgegend dann halt da so kenne. Und irgendwer, ich weiß nicht mehr, wer das war, irgendwer fing dann an. Hey, habt ihr schon von diesem Virus-Pokémon gehört? Und wir waren natürlich alle so, boah, was, das ist bestimmt voll krass. Ja, bis dann irgendwer von uns auf die Idee kam, vielleicht bin ich's gewesen, dieses Viech zu fangen. Und wer hat sich dann auf einmal gewundert, dass sein Spiel die wildesten Sachen gemacht hat und dass die Ruhmeshalle auf einmal aussah wie Kraut und Rüben und dass die Box auf einmal rumgesponnen hat wie sonst was? Aber kommt Leute, Missingno, haben wir den nicht alle immer mal gefangen? Haben wir nicht alle immer mal diese Dummheit begangen, Missingno dann zu fangen, weil dann irgendwer sagte, das darfst du auf gar keinen Fall machen, dein ganzes Spiel geht kaputt, das explodiert, zieh es aus dem Gameboy raus und wirf es 400 Meter weit weg, es geht in 1000 Teile und wird dich oder deine Familie umbringen. Naja gut, ganz so extrem vielleicht nicht. Aber trotzdem, um Missingno, Alter, das war schon... Das ging weit über den Klontrick heraus. Der Klontrick war eines der letzten Sachen, die ich von Missingno erfahren habe. Ich hatte aber auch Pokémon auf der Box, einfach... Weil ich dachte, ich brauche die. Weil ich dachte, ich will die haben. Zum Beispiel diese ganzen Pokémon, die man so mit dem Mondstein entwickeln konnte. Nidoking oder so. Alles schön mit den Steinen entwickelt, weil ich dachte, boah, wenn man die mit dem Stein nur entwickeln kann, die müssen ja voll krass sein. Die waren ja auch immer voll selten und hast du nicht gesehen. Und dann, pff, letzten Endes, gammelten sie aber auch nur auf der Box rum. Ich glaube, ich habe nie ein Pokémon, das ich tatsächlich danach mit einem Stein entwickelt habe, auch wirklich trainiert. Da gab es, glaube ich, kaum eins. Vielleicht da mal Nidoking oder sowas einmal ein bisschen hochtrainiert, aber sonst, da musste dir als Pokémon ja aber auch ordentlich verarscht vorkommen, oder? Ja krass, ich werde hier eingefangen in so einem kleinen Ball, dann werde ich gegen meinen Willen hier irgendwie entwickelt und bin auf einmal irgendwas, was ich gar nicht sein will und dann macht keiner was mit mir. Dann chill ich einfach nur da und vergammel hier auf der Box. Das ist jetzt mein Leben. Aber dann dachte ich irgendwann, ich könne jedes Pokémon mit diesen Steinen entwickeln. Und ich habe alle Steine an allen Pokémon, die ich unbedingt jetzt entwickeln wollte, habe ich ausprobiert. Das will ich jetzt unbedingt entwickelt haben. Ich will, dass es jetzt irgendwie die nächste Stufe erreicht. Erstmal, boah, was nehme ich? Mondstein. Geht nicht. Blattstein. Geht nicht. Feuerstein. Geht nicht. Wasserstein. Hat nicht funktioniert. Warum nicht? Und wundere mich einfach an jedem Pokémon irgendwie, gib ihm 100.000 Steine ausprobiert und dann gewundert, warum funktioniert das nicht? Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es noch nicht so weit, vielleicht möchte das einfach noch irgendwie so bleiben. Da habe ich dann irgendwie 2, 3 Level hochtrainiert und dann wieder Stein für Stein für Stein probiert. Hat nicht funktioniert. Aber es gibt auch Pokémon, die entwickeln sich gar nicht. Häufig die legendären Pokémon. Oh Leute, wenn ich euch erzähle, legendäre Pokémon waren für mich immer so besonders. Nicht einfach nur, weil es sie einmal nur gab und weil die halt irgendwie krass waren und weil die Story darum aufgebaut wurde. Nein, legendäre Pokémon waren für mich als Spieler
was ganz, ganz, ganz Besonderes. Ich habe gedacht, ich brauche unbedingt dieses Pokémon. Ich war immer richtig nervös. Ich war wirklich immer richtig nervös oder bin es auch heute noch manchmal, wenn da dieses legendäre Pokémon dann auf einmal auftaucht und es darum geht, das legendäre Cover-Pokémon zu fangen zum Beispiel. Und dann kam immer der Moment, an dem man sich bereit fühlte. Okay, das Pokémon ist sehr geschwächt, es schläft am besten noch, ich schmeiß den Ball, das Pokémon ist in diesem Ball drin. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Wisst ihr, was ich in diesem Moment gemacht habe? Nein, nicht A gedrückt, nicht irgendwelche Tastenkombinationen. Ich habe mit dem Pokémon geredet. Ich habe mit dem legendären Pokémon geredet. Dass ich ihm doch nichts Böses will. Ich möchte ihm doch nur helfen. Ich möchte doch, dass es diesem Pokémon gut geht. Das Pokémon sitzt doch da und leidet, wenn es dich einfach nur fangen ließe. Ich habe ganz viel Top-Genesung dabei. Du bekommst alles, was du brauchst. Ich habe mit dem legendären Pokémon geredet. Oh mein Gott. Was führe ich für ein Leben, Alter? Ich habe mit den legendären Pokémon geredet, dass es ihnen ganz gut bei mir gehen wird, dass ich ein furchtbar lieber Trainer bin, dass sie nie auch in die Nähe der Pokémon-Box kommen werden, sondern dass ich sie immer in meinem Team haben wollen würde. Es ist der Wahnsinn. Aber wo wir gerade bei Tastenkombinationen waren, eine Sache mache ich bis heute noch. Ich habe es inzwischen geschafft, dieses A-Gespamme sein zu lassen, weil ich denke, es bringt nichts. Es ist bewiesen, dass es nichts bringt, also warum mir die Daumen kaputt machen? Ich mache auch keine wilden Tastenkombinationen mehr mit links, rechts, unten, B, A und keine Ahnung was. Aber eine Sache mache ich bis heute noch, weil ich sie mir damals einfach, weil ich sie nicht rauskriege aus meinen Fingern. Wenn ich gegen ein Pokémon kämpfe und es wird kritisch und das gegnerische Pokémon holt nochmal so richtig aus und pfeffert mir volle Mühle irgendwelche krassen Attacken um die Ohren und ich sehe die KP-Anzahl schwinden und zum Nullpunkt rasen, dann mache ich eine bestimmte Sache. Ich drücke links und B und halte diese beiden Knöpfe gedrückt, um die KP-Leiste irgendwie aufzuhalten. Es gibt meinem Gefühl die Kraft, die KP-Leiste aufzuhalten. Den Schlag einfacher wegzustecken. Weil diese Bewegung, weißt du, so von rechts nach links, dass ich dann einfach nach rechts drücke, habe ich gerade links gedacht, ich weiß nicht. Dass ich dann nach rechts auf jeden Fall drücke und den B-Knopf gedrückt halte, um irgendwie zu bremsen. Wisst ihr, wie so eine Eisenbahn, die gegen so eine Wand zusteuert. Einfach irgendwie die Notbremse ziehen. Ja, es ist eine Notbremse. Das ist der perfekte Vergleich. Und ich glaube ganz ehrlich, dass wir dich mir auch nicht mehr abgewöhnen können. Das ist so tief in meinen Fingern drin und in meinen Gedankengängen. Ich habe irgendwann aufgehört, mich dagegen zu wehren. Es ist ja ein Teil von mir und das ist okay so. Freunde, das war der dritte Teil von den dummen Dingen, die ich damals so als Kind beim Pokémon-Zocken gedacht und getan habe. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn euch jetzt noch irgendwelche Sachen einfallen, dann schreibt mir die mal bitte unten hier in die Kommentare. Und ganz egal, ob ihr mir auch schon mal geschrieben habt oder so, schreibt es bitte einfach nochmal. Es würde mich einfach mal wahnsinnig interessieren, mich da einfach mal so durchzuforsten und durchzulesen und einfach mal so zu wissen, was ihr damals gemacht habt. Vielleicht kriegen wir ja sogar so ein kleines Video hin, dumme Dinge, die ihr damals so gemacht habt. Würde mich auf jeden Fall mal sehr freuen. Deswegen ran an die Tastatur und genauso wie Meinungen, Ansichten und Kommentare wie immer unten in die Kommentarbox. Auf dem Weg dorthin kommt ihr an meiner Videobeschreibung vorbei. Dort gibt es noch einmal sämtliche Links zu meinen sozialen Netzwerken und zu meinem Twitch-Account. Deswegen folgt mir bitte auch unbedingt auf Twitch. Denkt an das Gewinnspiel. Nächsten Montag ziehe ich den Gewinner und danach das Video werde ich dann den Gewinner in einem Video dann erwähnen. Das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Im nächsten sehen wir uns wieder. Bis dahin. Macht's gut, haut rein, Leute. Ciao.